Die Book Oldesloe ist vorbei und wie angekündigt kommt jetzt mein Bericht dazu, exklusiv für Sascha0814. Wieder einmal begann die Book Oldesloe mit einer Lesenacht, in der Autoren aus allen Bereichen ihre Bücher vorstellten. Und dies ist die Bühne, von der aus die Autoren mit ihren großartigen Geschichten begeistern wollen. Natürlich wurde von hier aus auch die Book Oldesloe eröffnet. Und dann ging es los. Insgesamt 9 Autoren aus allen Teilen Deutschlands gaben ihre Geschichten zum Besten. Es waren Geschichten zum Lachen, zum Weinen und zum Nachdenken. Doch mit der Lesenacht endete auch der erste Tag der Book Oldesloe. Doch für den nächsten Tag mussten wir noch umbauen. Ging ja schneller als gedacht. Man kann es nicht anders sagen, die Hütte war voll. Schließlich waren über 70 Autoren bei der Book Oldesloe vertreten, außerdem Verlage und andere Vereine, die sich mit dem Thema Bücher beschäftigen. Gekaufte Bücher konnten natürlich in der Leselounge ausgiebig gelesen werden. Nur warum ist hier gerade keiner? Wahrscheinlich waren gerade sämtliche Messebesucher auf einer Lesung, denn natürlich konnten Autoren ihre Bücher nicht nur verkaufen, sondern auch in kleinen Lesungen vorstellen. Ich persönlich habe die Gelegenheit auch genutzt, um mein neues Buch vorzustellen. Das war's mit meinem kleinen Book Oldesloe Rückblick. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Book Oldesloe sehen würden. Oder wenn ihr nicht so lange warten könnt, bei meinem nächsten Video. Ich würde mich riesig freuen und bis dahin, haut rein!